Hallo und herzlich willkommen zu Paul Morphys Schachrätsel. Im Folgenden werde ich euch eine Komposition von Paul Morphy vorstellen, die er selbst entwickelt hat, und vier Stellungen aus Partien des Schachgenies aus dem 19. Jahrhundert. Ich werde dann fragen, was der beste Zug ist, und dann wird die Zeit laufen. Danach werde ich erst die Lösung präsentieren. Dieses Video arbeitet mit einer speziellen YouTube-Funktion, deswegen kommt jetzt nochmal ein kleines Anleitevideo und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Dieses Video arbeitet mit Pausen, das bedeutet, links oben erscheint eine kleine Uhr. Wenn diese komplett verschwunden ist, dann geht das Video automatisch weiter. Wer das nicht möchte, der kann natürlich hier auf dem Pfeil sofort das Video fortsetzen, beziehungsweise wer es nicht sieht und es gerne haben möchte, dieses kleine Symbol muss aktiviert werden, damit die Pausen im Video funktionieren. Und jetzt auf zum ersten Rätsel. Und hier das erste Rätsel von Paul Morphy. Was ist der beste Zug für Weiß? Kurze Bedenkzeit, dann geht's mit der Lösung weiter. Der richtige Zug ist hier Turm A6. Und dann befindet sich Schwarz in einem Zugzwang. Denn egal was er zieht, im nächsten Zug ist er schachmatt. Wenn er den Turm herausnimmt, dann sagt der Bauer auf B7 matt. Wenn er Läufer wegzieht, zum Beispiel nach A2, dann folgt Turm A7, auch Schach und matt. Dieser Turmzug nach A6 ist also sehr wichtig. Wenn ein anderer Zug des Turms erfolgt, zum Beispiel Turm A2, dann kann Schwarz einfach A6 spielen und die Partie dauert noch ein paar Züge länger. Auf geht's zum nächsten Rätsel. In dieser Partie spielte Paul Morphy mit Schwarz gegen John William Shulton in New York 1857 und hier fand er den besten Zug für Schwarz, mit dem er Weiß in wenigen Zügen matt setzen konnte. Was also ist der beste Zug für Schwarz? Kurze Bedenkzeit, dann geht's weiter. Der beste Zug für Schwarz in dieser Situation ist Springer F3. Das ist wirklich der absolut zwingendste Zug, denn der Springer sagt zum einen Schach, das heißt, Weiß muss reagieren, und zwar mit dem Bauern, ist die einzige Möglichkeit, und dann folgt das Schach auf D4. Andere Möglichkeiten sind auch noch gut für Schwarz, aber das dauert halt viel länger, hier den Gewinn aus der Stellung herauszukitzeln. Zum Beispiel Dame H4 mit der Idee, vielleicht auf F2 matt zu sagen, schaltet dann Läufer E1 und das Feld ist zuverlässig gedeckt. Die Dame muss sich zurückziehen und dann dauert es wirklich noch ein bisschen, bis Schwarz die Segel streichen muss. Also zurück zum korrekten Zug. Springer F3. Wie gesagt, Weiß muss nehmen, G schlägt F3 und jetzt folgt, auch schon wie erwähnt, Dame D4 mit Schach. Der König hat nur ein Feld, er muss nach G2 und es folgt ein weiterer forcierter Zug, Dame F2. Also wenn man den Zug Springer F3 schon gefunden hat, dann spielt sich die restliche Partie wie von allein, denn der König, der jetzt aus der Stellung herausgezogen wird, den kann man ganz leicht matt setzen. Also König H3, Dame schlägt F3, wieder kann der König nur noch nach einem Feld streben, nämlich H4. Und jetzt folgt Springer H6. Das Matt ist jetzt nicht mehr abzuwehren, es droht erst einmal auf G4 matt. Das kann Weiß erstmal mit Dame G1 verhindern, aber nach Springer F5 Schach, König G5 und Dame H5 ist auch in dieser Partie Schluss. Also auf zum nächsten Rätsel. 1859 spielte Paul Morphy gegen einen Herrn Schrufer in Paris und folgende Stellung entstand nach dem 20. Zug von Schwarz. Hier findet Paul Morphy auch wieder den besten und zwingendsten Zug für Weiß. Kurze Bedenkzeit, dann kommt die Lösung. Der absolut korrekte Zug in dieser Stellung ist natürlich Springer D7. Das lockt den schwarzen König wieder auf C8 und dann folgt das Doppelschach auf B6. Springer und Dame greifen
den schwarzen König an. Das heißt, Schwarz hat keine Zeit, den Springer zu nehmen oder eine Figur dazwischen zu setzen. Der König muss reagieren. Wenn er nach D8 geht, dann ist natürlich sofort Schachmatt. Das heißt, das ist Tabu. Und wenn der König nach B8 geht, dann folgt das Damenopfer auf C8. Nur der Turm kann rausnehmen und wir haben mit Springer D7 ein ersticktes Schachmatt. Auf zum nächsten Rätsel. Johann Jakob Löwenthal heißt der vierte Gegner aus dieser Sammlung von Partien von Paul Morphy. Im 24. Zug kam diese Stellung aufs Brett. Paul Morphy mit dem weißen Stein und Löwenthal mit dem schwarzen Stein, der soeben Springer G4 gespielt hat und die weiße Dame bedroht. Und auch hier stellt sich wieder die Frage, welchen Zug hat Paul Morphy gezogen, beziehungsweise was ist der beste Zug für Weiß? Der richtige Zug, der bietet sich ja schon ziemlich gut an, nämlich Springer B6. Es folgt A schlägt B6, aber jetzt, wie setzt Weiß fort? Paul Morphy spielt in dieser Situation Turm C7. Wenn der König nimmt, dann folgt Dame B6 mit Schach, König D7, gefolgt von Dame A7 mit Schach. Der König muss zurück auf die Grundreihe und dann folgt Turm B8 mit Schachmatt. Geht der König nicht nach D7, sondern nach C8, dann folgt Dame B8. Der König muss jetzt nach D7 und Turm B7 ist auch Schach und Matt. Deswegen nimmt Löwenthal den Turm hier nicht raus, sondern geht nach D8 und nimmt das Turmopfer nicht an. Es folgt Dame schlägt B6 und jetzt sehen wir schon, sobald der Turm abzieht, gibt es hier wirklich unangenehme Abzugsschach für den Schwarzen. Deswegen opfert Löwenthal hier sein Mehrspringer zurück. Er spielt Dame schlägt F2, die Dame muss nehmen, der Springer nimmt und jetzt folgt erst einmal Turm A7. Denn wenn der Springer jetzt zieht, dann folgt Turm B8, matt. Löwenthal entscheidet sich trotzdem erst einmal den Springer zu bewegen und zwar nach H3, ein Schach, Weiß muss nehmen und jetzt König C8, gefolgt von König F2 und hier gab Löwenthal auch schon auf. Er hat zwei Bauern weniger, den Bauern auf E4 kann er nicht nehmen, das scheitert an Turm A8 und wenn der König hochgeht, dann fällt der Turm auf H8. Also in dieser Stellung ist der Bau auf E4 tabu und mit zwei mehr Bauern und dem König, der auf der Grundreihe festhängt, ist die Stellung für Schwarz natürlich hoffnungslos. Gehen wir jetzt zum letzten Rätsel. Und dieses ist eine wahre Opferparade. Gespielt 1849 gegen Eugene Rousseau mit den schwarzen Steinen und Paul Morphy mit dem weißen Stein findet natürlich wieder den besten Zug für Weiß. Und dieser war? Das ist jetzt das Rätsel. Kurze Bedenkzeit, dann kommt die Lösung. Der richtige Zug ist hier natürlich Turm E8. Ein anderes Schach hat der Weiße auch nicht, deswegen warum nicht den Turm opfern? Der König muss nehmen. Nach König C7 folgt Dame schlägt C8, König B6 und diese Stellung verliert dann nach Springer A4. Beziehungsweise nach König D6 folgt Turm E6 Schach und Matt. Deswegen nimmt Rousseau hier den Turm raus mit dem König. Die Dame, die jetzt den Läufer auf C8 nehmen kann, da der König abgelenkt wurde, bedient sich und der König steht wieder im Schach. Der muss nach E7 und jetzt folgt ein weiterer spektakulärer Zug, nämlich Springer schlägt D5. Die einzige Möglichkeit für Weiß weiterzumachen. Der Bauer kann natürlich nicht nehmen, ansonsten hängt die Dame und die Dame
kann natürlich den Springer auch nicht nehmen, denn der Läufer auf G8 verteidigt seinen Leichtfigurkollegen auf D5. Deswegen spielt Rousseau noch König D6 und dann folgt damit C7 Schach und Matt. Das waren also 5 Rätsel von Paul Morphy, die er in verschiedenen Partien gespielt hat. Nur das erste, das hat er selber komponiert. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!